Wenn Sie eine Familie haben, da wissen Sie, da geht's auch öfter mal verrückt zu. Ich weiß auch, wovon ich spreche. Erst recht geht die Post ab, wenn Sie nicht nur Kinder haben, sondern auch noch Haustiere. Das ist uns bisher erspart geblieben. Bin ich auch ganz froh drum. Aber FFH-Kollege Volker Wilner, deine 12-jährige Tochter Emma, die hat Rennmäuse zu Hause. Mhm, 3 Stück. Die heißen irgendwie Hopsi und Dingsi und Bumsi. Nee, die heißen Jumpy, Polly und Krümel. Du kannst sie erst nie merken, Papa. Die sehen auch alle gleich aus. Hellbraun und mit einem haarigen Schwanz. Neulich komme ich in Emmas Zimmer und Jumpy oder Mausi oder Dingsi hockt nicht im Terrarium, sondern mitten im Zimmer. Die war ausgebrochen. Da war da mal so richtig Alarm. Und außer mir keiner im Haus. Papa, da gehst du ganz ruhig hin und nimmst sie vorsichtig in die Hand. Was? Das ist eine Rennmaus. Die rennt weg. Und wenn die erstmal unter die Möbel rennt, dann wird's lustig. Stichwort Bett, da sind Kartons drunter und Verlängerungskabel. Und außer der Rennmaus auch noch rudelweise Staubmäuse. Die Polly kannst du einfach mit Futter rauslocken. Die hat keinen Hunger, die hat Stress, weil ich versucht habe, die mit einem Handtuch und einem Badmintonschläger zu kriegen. Du bist voll der Tierquäler. Und du denkst ja auch, wenn du die nicht kriegst, die nagt sich quer durch die ganze Bude. Aber nach einer Viertelstunde habe ich sie endlich geschnappt. Mit einer leeren Chipslettenrolle. Die habe ich an die Wand gelegt. Mausi hat gedacht, ein Versteck. Und zack. Mann, Papa, die hat den Schock ihres Lebens gekriegt. Ach, Mäuse sind Fluchttiere. Die machen das praktisch hauptberuflich. Eigentlich müssten wir ums Terrarium einen Stromzaun ziehen. Und einen Wassergraben. Papa, du bist so witzig. Wahnsinn Familie bei Hitradio FFH.